Überraschend tatsächlich für den kleinen Swift-Sport hier sind die Sitze. Ich mag die echt ganz gerne, obwohl es normale Stoffsitze sind, aber das tut im Zweifel auch und vor allem halten sie einen echt gut. Das sehen wir auch gleich noch auf der Autobahnauffahrt zum Beispiel, die wir jetzt gleich ausprobieren werden. Jetzt aber erstmal wenden. Der Swift ist relativ wendig, ist ja auch ein Stadtauto, hat tatsächlich keine Piepser hinten, keine Abstandspiepser, keine Ultraschallsensoren, sondern lediglich eine Kamera. Das ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, weil man nicht genau weiß oder das immer so drin hat, dass Autos piepsen, aber sie in Wirklichkeit das dann eben doch nicht tun. Das Navigationssystem hier, habe ich schon erwähnt, das ist ganz okay. Man kommt damit dann klar, man weiß manchmal nicht, wo die richtige Schaltfläche ist für die Bedienung. Muss da ein bisschen gucken, aber im Wesentlichen geht das dann schon in Ordnung. Ja, ganz klassisch hier, man fährt in einem kleinen Fahrzeug, das heißt, es ist total wendig. Und so fährt er sich auch. Auch obwohl, das merkt man auch schon hier bei dem etwas langsamen Fahren, dass das Fahrwerk schon etwas lauter ist, das Auto arbeitet. Und man merkt das auch. Das heißt, die Karosseriesteifigkeit ist hier nicht so wahnsinnig gut. Die ist im Fiat 500 schlechter, aber in einem VW Up zum Beispiel ein bisschen besser. Der ist nicht ganz so laut vom Fahrwerk. Dieser Schallkörper hier, den die Karosserie, der Innenraum ja auch darstellt, der ist dann im Zweifel schon laut von der Fahrwerksarbeit. Ja, aber ansonsten, Schaltung werden wir auch gleich noch sehen, ist echt präzise. Ich schalte hier sehr gerne, obwohl mir der Schaltknauf ein bisschen zu hoch sitzt. Also die Länge des Schalthebels ist mir ein bisschen zu lang. 290 Newtonmeter Drehmoment, kleine Motorhaube, kleines Motörchen, aber kann schon mal ganz schön was. Und er verdient auf jeden Fall den Zusatz Sport, dieser kleine Vierzylinder, der nur auf die Vorderachse überträgt. Ja, dieses Auto gibt es auch das vorneweg noch mit anderen Motorisierungen, mit 1,0 Liter Motoren und mit einem Allradantrieb optional. Das haben wir aber nicht beim 1,4 Liter Motor, da gibt es nur Vorderradantrieb. Das ist übrigens was ganz Besonderes in diesem kleinen Segment, das ja zwischen vergleichsmäßig jetzt VW Up und VW Polo liegt, von der Länge, von den Außenverhältnissen, Außenmaßen, dass man hier auch einen Allradantrieb bei den unteren Motorisierungsstufen dazu schalten kann. Ja, und es gibt auch eine Automatikversion, eine Wandlerautomatikversion, nicht für dieses Auto, für diesen gibt es nur ein 6-Gang-Handschaltgetriebe, aber für die anderen schwächeren Motoren, 1,0 Liter Motoren zum Beispiel, gibt es auch ein Automatikgetriebe. Wir haben hier keine Sportknöpfe oder so oder keine Fahrdynamikschalter, dass man von Komfort in Normal oder in Sport gehen könnte oder Sport Plus. Das haben wir hier gar nicht. Suzuki verzichtet da komplett drauf und stimmt das Auto einfach sportlich ab, weil es ja auch einen Sportzusatz hat, schon im Namen. Das ist ganz okay. Man braucht ja auch nicht immer diese Fahrdynamikschalter. Wenn das Auto einmal so konfiguriert ist, dann passt es ja auch. Die Schaltwege hier, die sind echt präzise. Ich schalte hier sehr gerne, obwohl der Weg mir ein bisschen noch zu lang ist für ein sportliches Getriebe. Aber das geht schon in Ordnung. Das passt auf jeden Fall. Bisschen höher könnte noch liegen. Also nicht länger, sondern die ganze Kulisse hier könnte noch ein bisschen höher liegen, damit ich dann schneller am Lenkrad bin. Aber das sind auch Feinheiten, die in so einem kleinen Wagen jetzt auch nicht die große Rolle spielen. Ja, man sitzt hier gut auf den Sitzen, man sitzt auch drin im Fahrzeug, nicht so wie im Abarth 500 oder Abarth 595 zum Beispiel, wo man ein bisschen höher sitzt, ein bisschen drauf auf dem Auto. Hier sitzt man wirklich schon schön drin und hat hier auch trotzdem noch eine ordentliche Übersicht, obwohl man so relativ tief in dem Fahrzeug sitzt. Das ist echt angenehm. Das Lenkrad liegt gut in der Hand. Ja, allgemein die Position könnte zwar noch ein bisschen liegender sein mit ausgestreckteren Beinen, wäre für mich angenehmer, ist aber besser als im Fiat 595 zum Beispiel und auch ein bisschen besser als im Up. Gut, klar, das sind auch noch kleinere Autos. Wir haben hier, wenn ich mich mal anschaue, auch Sitze, die einen richtig gut halten. Das ist überraschend. Hier unten als auch da oben an den Schultern und am Oberkörper,
Das werden wir auch gleich während der Fahrt nochmal sehen. Das macht auf jeden Fall ordentlich Laune, weil das Lenkrad einfach gut sitzt in der Hand. Es ist griffig. Wir haben die bestmögliche Ansicht hier der Bedienungselemente. Wir haben auch hier schöne Tacho-Displays rechts und links, analog alles und in der Mitte ein Digital-Display in Farbe und natürlich 7 Zoll Multimedia-System hier in der Mitte. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber man kommt dann damit auf jeden Fall nach 2-3 Tagen Eingewöhnungsphase richtig gut klar. Und darunter auch die Klimaeinheit mit Drehreglern für die Temperatur und für die Lüftungseinstellung. Das passt auch alles relativ gut. Und vor allem ist der Weg vom Schalthebel zum Lenkrad auch in Ordnung. Wir haben hier Inlays, die mag ich nicht ganz so gern hier beim Lenkrad, in Hochglanz-Klavierlack-Kunststoff. Es passt schon, aber es fühlt sich manchmal nicht ganz so gut, aber das ist alles ganz persönliche Geschmackssache. Ja, wir haben hier kurz zu den Assistenzsystemen. Das ist auch besonders bei so einem kleinen Auto, bei so einem kleinen Wagen. Wir haben hier ACC, wir haben hier Spurverlassenswarnung. Das ist alles im Swift Sport serienmäßig drin. Das ist echt gut. Und die Abstandsregelung, die funktioniert auch echt gut mit der Schaltfläche hier am Lenkrad direkt. Kann man hier einschalten und dann auf 70 und dann hält er automatisch den Abstand, wenn man das denn benötigt. Aber das ist echt angenehm, auch gerade so in diesem Stop-and-Go-Verkehr hier. Was heißt Stop-and-Go? Aber in diesem langsamen Verkehr auf der Autobahn macht das durchaus auch Sinn, diese Option dann zu haben, obwohl ich kein automatisiert fahrender Typ bin. Aber das geht dann schon klar und das macht er auch echt gut. Serienmäßig bei den normalen Versionen sind 15 bzw. 16 Zoll Felgen. Dahinter ganz normale Bremsen. Keine besonderen Bremsen, aber die fühlen sich ganz gut an, wenn man bremst. Alles ein bisschen sehr mechanisch bei diesem Fahrzeug. Auch das Fahrverhalten ist sehr mechanisch, nicht entkoppelt. Das ist eigentlich ganz schön. Aber die Bremsen, die tun wirklich ihren guten Job, leisten ganz gute Arbeit. Ja, hier haben wir noch die Option bei den Felgen. Das haben wir hier leider nicht drauf, noch diese ein bisschen zu individualisieren. Suzuki bietet hier tatsächlich Individualisierungspakete an, wo man dann hier noch Sport oder so in diese Felgen reinschreiben kann als Plakette. Das macht ihn noch ein bisschen spritziger, noch ein bisschen funkiger. Ja, genau. An die Seitenpartie, auch hier haben wir wieder eine abgesetzte A-Säule in Schwarz. Die ist beim Suzuki Swift Sport serienmäßig und wir hätten die Option noch auf abgesetzte Außenspiegel. Farblich abgesetzte Außenspiegel haben wir hier nicht, sondern hier haben wir die in Wagenfarbe lackiert. Ganz normal und ganz langweilig. Ja, und was besonders ist am Suzuki Swift Sport, auch hier Schwellerverbreiterungen, die kommen werden nicht nur nach unten verlängert, sondern auch kommen ein bisschen in die Breite raus. Das macht ihn von hinten ein bisschen aggressiver, ein bisschen offensiver und sitzt einfach besser auf der Straße. Und das macht ihn auch von der Seite ein bisschen, setzt den Schwerpunkt halt immer nach unten, so wie man es halt immer macht bei sportlichen Fahrzeugen. Ja, hier noch eine Besonderheit, wir haben hier nicht nur komplett verdunkelte Scheiben an der Heckscheibe serienmäßig, also an den Seitenscheiben, sondern auch hier die Türgriffe hinter den Seitenfenstern. Soll ein besonderes Designmerkmal sein. Ist es auch, denn dann haben wir hier natürlich keine Türgriffe, die die Linie stören, haben sie aber trotzdem vorne. Ist okay integriert, ist ganz witzig integriert. Manche mögen es nicht. Das Plastik hier, der Kunststoff hier, der könnte tatsächlich etwas hochwertiger sein. Was mir noch gefällt, was ein bisschen besonders ist, ist die gewölbte Frontscheibe hier vorne. Die ist stärker gewölbt als bei vergleichbaren anderen Autos. Das ist echt ganz witzig. Sieht so ein bisschen aus nach Luftfahrt, nach mehr Aerodynamik. Und von hier drin hat man dann tatsächlich auch ein ganz witziges, auch ganz ungewohntes Panorama. Das ist eine Besonderheit dieses Swift. So, und jetzt haben wir hier das Heck. Da ist auch nochmal ordentlich was gemacht worden vom Suzuki Swift auf den Suzuki Swift Sport. Erstmal hier ein Dachkantenspoiler, der kommt nochmal deutlich mehr raus für den Anpressdruck, denn das Auto, das schafft ja 210 km/h laut Datenblatt. Hier ein bisschen mehr, also ich bin mit dem auch schon 220 gefahren. Und dann braucht es natürlich auch schon ein bisschen Druck auf der Hinterachse, deswegen auch dieser Spoiler hier oben. Der soll auch sogar was bringen. Ja, und was wirklich hier passiert, die Scheinwerfer, die Rücklichter leider, die sind nicht dunkler geworden. Das sind die ganz normalen Serienrückleuchten. Die haben eine LED-Signatur drin, sind aber ansonsten alles nur Glühbirnen. Da ist Suzuki noch nicht so auf dem Stand, dass man hier komplett auf LED umsteigt, denn es ist natürlich extrem teuer. Auch wenn das Einstiegsprodukt nur 14.800 Euro kostet vom Suzuki Swift, hat man hier beim Suzuki Swift Sport natürlich nichts neu gemacht und keine verdunkelten hier
angebracht. Ja, hier unten passiert ganz viel. Das ist ein Diffusor, das ist ein richtiger Motorsport-Performance-Diffusor, auch wieder aus dem gleichen Material wie vorne, aus Kunststoff, auch ein bisschen wie Carbon, schöner als Kunststoff. Ich finde das immer ganz gut. Viele Hersteller aber zum Beispiel machen einfach nur Kunststoff, aber Suzuki hat sich hier echt was einfallen lassen und das hier nochmal schön genarbt und schön foliert, diesen Kunststoff, damit er eben ein bisschen schöner aussieht. Da hinten ganz Motorsport-typisch, einen Reflektor. Beim Motorsport, bei der Formel 1 leuchtet er sogar noch. Hier leuchtet er nicht, das ist nur ein Reflektor, aber macht ihn ein bisschen heftiger, ein bisschen brutaler. Und natürlich auch noch die zwei Endrohre hier an den jeweiligen Seiten. Groß, großzügig, klingen nicht so, wie sie aussehen. Das hören wir vielleicht auch gleich nochmal. Aber zumindest sieht es ordentlich und sportlich aus. Zum Innenraum gehört natürlich auch der Kofferraum, der fasst hier 272 Liter Ladevolumen. Das ist nicht wahnsinnig viel, das ist mehr als beim Up, aber trotzdem ist es in Ordnung für diese Klasse. Wenn man es umklappt, dann hat man 550 ungefähr und auch das reicht für ja, Snowboard, Skateboard und so weiter. Hinten tatsächlich sitzt man relativ gut und relativ großzügig, denkt man gar nicht, wie viel Raum hier passt oder wie viel Raum hier doch ist. Und wir haben hier integrierte, also Sitze mit integrierten Kopfstützen hier vorne. Es passt auch alles um die Kniefreiheit. Wir haben den Sitz wieder auf Höhe der B-Säule gestellt. Die Kniefreiheit, die passt auch. Hier hinten ist alles normal Stoff. Wir haben hier Fußmatten mit roten Ziernähten. Das ist auch ganz witzig, so kleine Details. Auch die Vordersitze vorne, die haben rote Ziernähte, werden wir auch gleich noch sehen. Hier hinten leider nicht, da hat das Geld dann nicht mehr gereicht. Aber trotzdem sitzt man hier ganz gut, obwohl die Sicht nach vorne etwas eingeschränkt ist, da die Schultern der Sitze so breit sind. Aber trotzdem passt es für relativ kurze oder Mittelstrecken, ist das echt in Ordnung. Gestern war ich davon echt erstaunt, wenn man mal ein bisschen flott eine Autobahnauffahrt und Abfahrt fährt. Die Balance dieses Fahrzeugs hier, die ist echt ganz gut. Man kann damit echt ordentlich und zügig mit viel Spaß fahren. Und die Lastwechsel, die man da hat, die sind echt gering. Klar merkt man, dass sich die Karosserie noch neigt. Und man könnte hier noch ein anderes Fahrwerk einbauen. Man könnte hier noch ein paar einstellbare Federn einbauen und so. Das wäre alles noch möglich, das Auto noch ein bisschen tiefer legen. Dann würde er noch ein bisschen knackiger fahren, aber dann wäre natürlich auf Langstrecken hier auf der Autobahn auch nicht so komfortabel. Aber trotzdem, wie man ja gerade auch gesehen hat, fegt er ganz schön durch diese Kurven und das ist echt schön. Ist total angenehm. Und auch wenn man ein bisschen schneller fahren will, geht auch das ganz gut. Beschleunigung von 0 auf 100 ist 8,1 Sekunden. Das klingt nicht besonders schnell, fühlt sich aber ganz witzig an, ganz okay. Es reicht auch, das Erlebte hier, weil das Auto so klein ist, reichen die 8,1 Sekunden, um ordentlich Spaß zu haben. Und hier geht es ja auch nicht um Höchstgeschwindigkeit oder um komplette Beschleunigung, sondern einfach um dieses Gefühl, auch sportlich unterwegs zu sein und knackig unterwegs zu sein. Und das kann er auf jeden Fall bieten mit seinen 140 PS und 230 Newtonmeter Drehmoment. Jetzt sind wir bei 200, 205, 210 so ungefähr, das ist die angegebene Höchstgeschwindigkeit. Es geht aber noch ein bisschen mehr. Klar, wenn man genug Platz hat, so wie jetzt, kann man auch so knapp die 218, 19 so wie jetzt erreichen. Das passt dann schon. Und er fährt sich dabei echt noch spurstabil. Das ist echt in Ordnung und das ist echt gut. Und auch noch komfortabel dabei, das heißt, er haut irgendwie nicht rein und so, sondern er ist ganz präzise, bleibt in seiner Spur und kann das echt souverän meistern und ist auch relativ schnell auf diesen 200 km/h, 210 km/h, hat man ja auch gerade gesehen. Das ist echt schon gut. Wenn man allerdings immer so flott unterwegs ist, hat man auf jeden Fall so einen Durchschnittsverbrauch von 7,6, aber da ist auch Stadt viel dabei und Überland, bis auf Langstrecke eher 8,2 und dann reicht der 37 Liter Tank halt für 350 Kilometer, wenn überhaupt, eher für 300 und das ist dann schon ein bisschen knapp alles, das ist dann schon auf Elektroauto-Niveau fast, aber mit dem Elektroauto würde man auch nicht so schnell fahren.
Allerdings sind natürlich bei der Geschwindigkeit die Windgeräusche relativ hoch. Suzuki hat natürlich nicht so viel in die Dämmung hier investiert, in die Geräuschdämmung, die Winddämmung, auch wenn in der Aerodynamik viel liegt von diesem Fahrzeug, aber es ist dann trotzdem entsprechend laut, aber das ist auch ganz normal für diese Fahrzeugklasse. Also man merkt, man kann mit dem Suzuki Swift Sport echt auch sportlich, er verdient den Zusatz Sport, auch sportlich umgehen. Und er hat ordentlich Druck auf dem Motor. Wenn man es ein bisschen übertreibt in den Kurven, macht es auch nichts. Dann zieht er mit dem Heck ein bisschen raus. Das ist angenehm abgestimmt. Da kann man ihn wirklich angenehm durch Kurven bringen. Und er dreht sich dann so leicht ein mit der Nase. Das ist wirklich super, super gemacht. Genauso hätte ich das Auto auch abgestimmt. Das macht einfach Laune und gibt einem so ein Gefühl der Sicherheit, dass das Auto nicht zu giftig ist, aber dennoch sportlich und man dennoch hier ein bisschen zumindest arbeiten kann, wenn man denn will. Und ansonsten ist es ein ganz normaler Kleinwagen, der eben etwas potenter ist. Das zeichnet ihn auf jeden Fall aus und es macht ihn auch echt sympathisch. Auch wenn er vom Heck möglicherweise nicht allen gefällt, aber das sind eben japanische Autos oftmals oder asiatische Autos, das sind nicht jedem gefallen. Vom Motorsound, das merkt man auch, ist er kernig, es kommt hinten nicht viel raus, haben wir auch gehört. Die Endrohre, die sind nur Optik, Akustik ist da eher weniger. Und hier auch vom Motor, er klingt kernig, er klingt nicht irgendwie angestrengt, er dreht super gerne, er dreht kontinuierlich raus und er hat schon ordentlich viel Drehmoment ab den untersten Drehzahlen, so ab der 2000 Umdrehungen, kommt da schon ordentlich Newtonmeter an, 230 sind es ja, das passt auch. Und deswegen ist er eigentlich ein echt witziges Stadtauto, was man auch für die Langstrecke mal nehmen kann. Das Einzige, was ich mir immer denke jetzt in diesen 2 Wochen Test ist, er fährt sich sehr mechanisch und überhaupt nicht entkoppelt. Oder wenn man hier noch heute neue Fahrzeuge fährt, dann fahren sie sich ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen sanfter alles. Das ist er nicht. Er fährt sich noch so wie ein Auto von älteren Generationen. Also noch ein bisschen, wer genau dies sucht, noch ein bisschen hands-on, noch ein bisschen echt direkt, noch ein bisschen wirklich Mechanik. Und wer genau das sucht, der ist hier echt richtig. Ich finde das sympathisch, ich mag das. Ich bin es nur jetzt anders gewohnt von den meisten anderen Autos. Aber Suzuki macht hier echt noch komplette mechanische Fahrdynamik, die man hier auch spürt und erlebt, ohne dass es stört, sondern einfach nur diesen direkten Draht zur Straße und der ist echt sympathisch. Falls Sie es bis hierhin geschafft haben, dann danke ich Ihnen fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht zu abonnieren unten, damit wir uns auch beim nächsten Mal sehen können.